republischer Starläufer wegen Mordes gesucht. Die Wahrheit von Ostotska. Vom 27.09.1982. Onis Nevines Nestwait. Freund aus rasender Eifersucht getötet. Ja. So, 27.09.1982. Wir machen weiter mit unserem Job als Grenzwärter. So, die Depesche für den heutigen Tag. Sie sind ab sofort autorisiert, verdächtige Individuen unter Arrest zu stellen. Verhören Sie Einreisewillige hinsichtlich der Diskrepanzen, um sie unter Arrest zu stellen. Es nehme Angst. Okay. Die Zeitung haben wir uns eingeklebt. So. Ach, reden mit den Herren. Mit Damen. Zweck der Reise ist die Durchreise in ein anderes Land. Dauer des Aufenthalts. Ich bleibe einige Tage. 2 Tage steht hier. So. Der Name passt. Passnummer ist aber eine andere. Da ist jetzt hier eine kleine Diskrepanz. Pass ist noch nicht abgelaufen, aber die Einreisegenehmigung, die stimmt nicht so ganz. Da muss ich leider. Tut mir leid. Passt nicht. Der nächste. Ich habe hier strenge Auflagen. Ich kann nicht hier durchlassen. Papiere bitte. Zweck der Reise, ich möchte Freunde besuchen. Ich bleibe hier 60 Tage. Ja, das entspricht ungefähr 2 Monaten. Also, die Ausweisnummer scheint zu passen. Der Name passt auch. Besuch. Eine Reise bis 19.02.82. Uha, das ist aber ein bisschen. 12. Ach so. Ja, das geht ja noch. Also. Ja. Können wir reinlassen. Batz. Und hier. Und hier. Sie dürfen. Der nächste Befehl. Was? Ein reisiger ungültiger Name. Okay. Das habe ich jetzt nicht entdeckt. Verdammt, kein Bußgeld. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so viel Bußgeld bezahle. 2 Wochen, 14 Tage. Jo. Wins Nestwait, den habe ich doch, den habe ich doch. Ist das nicht der? Ich habe das doch hier, der Gesuchte. Sekunde. Habe ich doch in der Zeitung gelesen. Republischer Star. Milfer wegen Modus gesucht. Profil Wins Nestwait. Können wir nicht reinlassen. Verhören. Sind Sie Winston Strait? Mist. Hören Sie, ich habe Sie nicht ermordet. Die haben mich reingelegt. Glauben Sie. Arrest. Ist ein gesuchter Straftäter. Was ist los? Scheiße. Raus hier. Jetzt wird er verhaftet. Das steht sogar in der Zeitung. Egal, ob ich das jetzt glaube oder nicht. Da muss ich leider hier. Den kann ich nicht so einfach reinlassen. So, der nächste bitte. Muss einfach jetzt weitergehen. Den haben wir unter Arrest gestellt. Da ist mir rechtzeitig aufgefallen. Ist der Pass egal. Arbeiten einen Monat Arbeit steht hier. Eine Reise bis 20.12. Der ist noch nicht. Der Name passt. Die Ausweisnummer scheint auch zu passen. Ja. Die kann ich reinlassen. So, ihr Papier zurück. Und machen Sie keine Ärger. Haben wir jetzt schon einen eingebunkert. Papiere bitte.
Freiwillig, ich hasse dieses Scheißland. Ich bin nur auf der Durchreise. Dauer des Aufenthalts so kurz wie möglich, 2 Tage. Können wir die jetzt ablehnen, weil sie das Land nicht liebt? Nee, können wir nicht. Das wäre auch 2 Tage, 82. 22.12. Mickel, Blonde. Das passt auch. Ist ein R, männlich. Ausweis nur passt. Scheint leider alles zu klappen. Ja, kann ja jeder lieben und hassen, wie er das nennt will. Kann er trotzdem anreisen. Steht ja auch nicht auf der Verbotsliste. Uff. Die muss ich trotzdem einmal fahren lassen. So, der nächste. Papiere bitte. Zweck der Reise ist Freunde besuchen. Du hast offen als 60 Tage. 2 Monate kommt hin. James passt. Ausweisnummer passt. Das scheint auch zu passen. Einreise bis 15.12. Joa. Scheint so, als könnte ich das genehmigen. Ja, bitteschön. Sie können einreisen. Machen Sie mir eine. Die nächste, bitte. So, die Papiere, bitte. Jetzt weg für die Reise ist der Transit. 14 Tage. Ja. Ivan. Da passt. Ausweisnummer passt auch. Ja. Kann man durchlassen. Sehe nichts, was dagegen spricht. Ups, rein mit dir. Oh, Mann, habe ich schon wieder was falsch gemacht. Ungültiges Ablaufdatum. Ah, da habe ich nicht drauf gewacht. Drauf geachtet. Letzte Verwarnung. Heute ist ein schöner Tag, mein Freund. Ist er so? Ist er ein schöner Tag? Ich weiß nicht. Ich sitze hier eingesperrt im Grenzposten. Muss Leute kontrollieren. 82, eine Reise bis. Achso, der Pass gilt noch ein Jahr. 17.12. Ja. Sind viele Sachen zu kontrollieren. Der Name passt, Ausweisnummer passt. Ja, ich würde sagen, auch wenn ich vielleicht ein Bußgeld riskiere. Ja. Nehmen Sie. Scheint zu passen. Bitte seien Sie nett zu meiner Frau, sie kommt direkt nach mir. Okay. Ja, so wie es halt die Papiere sind. Oh, der Rest muss gehen. Haben Sie meinen Mann gesehen? Er ist gerade durchgekommen. Ja. Integrieren. Sie brauchen leider nach wie vor ein Visum. Also, tut mir leid. Warum? Ja, keine. Sie haben mein Schicksal besiegelt. Ja, tut mir herzlich leid, aber hatte nicht die nötigen Papiere. Frau friert krank und hungrig, Sohn friert krank und hungrig, Schwiegermutter friert und ist hungrig, Onkel friert krank und hungrig. Ah, Mann, ich friere wahrscheinlich auch und mir ist natürlich auch krank und ich bin natürlich auch hungrig. Nach 18 Uhr gibt es für Einreisende kein Entgelt mehr. Ihre Familie braucht Medikamente. Kabine verbessert. Leertaste für Prüfmodus. Aha. Ersparnisse 0, Gehalt 30, Miete minus 25, dann bleibt da nur noch 5 übrig nach der Miete. Nahrung, Heizung, Medikamente, Medikamente, Sohn, Medikamente, Enkel, Kabine verbessern minus, oh, da muss ich auch noch was dafür bezahlen. Ach so, das kann ich kaufen, ich kann jetzt Nahrung kaufen, ich kann die Heizung kaufen, ich kann Medikamente für die Leute kaufen.
kaufen Medikamente für den Sohn. Heizung wäre auch was Cooles, aber heute nicht. So viel Geld bleibt uns nicht übrig. Könnte man sparen, aber ja. Gut, dann mache ich eine kleine Aufnahmepause und weiter geht's dann nach der Aufnahmepause oder im nächsten Part. Wie auch immer das jetzt hier geschnitten wird. Tag 6. Der 28. November 1982. Immer weniger Arbeitsplätze, Einwanderer nehmen Einheimische die Arbeit weg. Dann nehmen uns die Arbeit weg. Und die Kinder fressen es auf. Wentz Lestrade in Christine verhaftet. Wahrscheinlich Täter. Okay. Auf zum Job. 28. November 1982. Ich gehe wieder an meinen Arbeitsplatz. Meinen Posten am Grenzzaun. Angstotzka, Ministerium für Grenzschutz, offizielle Gepatscha. Für heute, den 28.11. Inspektor, das Ministerium für Arbeit hat ein Sonderprogramm zur Kontrolle der Werkstätigkeit von Immigranten aufgelegt. Personen, die zwecks Aufnahme in Werktätigkeit einreisen wollen, haben einen gültigen Arbeitsausweis vorzulegen. Zusätzlich zu den ganzen Sachen, die schon gelten, oder was? Jo, na dann, wollen wir mal. Der nächste. Tag 6. Wen haben wir denn hier? Oh, ein ganzer Stapel Papier. Und hier um Arbeiten. Aufenthalt 3 Monate. Ach ja. Hier kann man uns das Audiotranskript noch dazu legen, was vergleichen können. Arbeitsausweis mit Hammer und Sichel. Ja, ohne Sichel, nur der Hammer. So, Einreisegenehmigung, das wird immer mehr Papier. So. Pietrus Luschowik. Das stimmt. Ausweisnummer stimmt. Wegen Arbeit ist er da, das sagt der Arbeitsausweis. 3 Monate. Ja, hat er so gesagt. Und Einreise bis 21.12. Ja, passt. Das kann schon hier. Arbeitsausweis. Landwirtschaft. Ja, 1.3. 83. Okay, das scheint auch zu passen. Und der Ausweis ist auch noch funktionierend. Ja. Okay. Achso, jetzt hätten wir hier noch kontrollieren können. Kannst hier noch sagen, Person muss einen Pass haben, alle Dokumente müssen aktuell sein, in Länder benötigen einen Ausweis, eine Reisegenehmigung für Ausländerarbeit. Joa. Republiken gibt's auch wirklich. Sehr gut, ist nicht gefälscht. Dann können wir hier, sorry, dass es lange gedauert hat, aber zack, ich muss alles ordentlich dokumentieren und kontrollieren. So, Sie können durch. Machen Sie mir keine Ärger. Nächste. Papier bitte. Was der Zeit Ihrer Reise? Ich bin hier, um zu arbeiten. Dauert es aufenthalt 6 Monate. Okay. Das kannst du behalten. Arbeitsausweis. Papiere und Einreisegenehmigung. Hier haben wir Audiotranskript. Arbeiten dauert es aber nicht mehr 6 Monate. Okay. Readova Großer. Okay, das passt. Das passt. Das passt, glaube ich, auch, oder? 6 Monate, ja, das passt. Ja, dann kann das wieder hier hin. Arbeitsausweis scheint zu passen. 83. Stand hier drauf. 82, 9.12. Ja. Ordentlich. Und ja, das scheint auch zu passen. OBs,
Bis dann. Sieht auch echt aus, der Ausweis. Bild passt halbwegs. Ja. Kannst einreisen. Genehmigt. Machen Sie mir ja keinen Ärger. Bitte helfen Sie mir. Was? Ein Mann namens Dari Ludum hat mir und meiner Schwester Arbeit in Astotzka versprochen. Ich fürchte, er nimmt mir den Pass weg und zwingt mich auf den Strich zu gehen. Er ist heute in der Schlange. Bitte tun Sie was. Dari Ludum. Okay, den Namen werde ich mir mal merken. Den Verdacht. Also wenn ich ihn durchlassen muss, dann ja mal schauen. Aber ja. Kann ich mir mal angucken. Das ist nicht Dari. Bleibt ein paar Wochen. Ist Ausländerin, sie braucht ein Arbeits. Braucht sie was? Nee, sie ist zu Besuch. Okay. Einreise bis 20.12. Okay. Der hält sich noch, der Pass. Passnummer stimmt auch. Ja, wird schon passen. Können wir machen. Und hier und hier und ja. Tschüss. Mach's gut, Ankommen. Der nächste. Bier bitte. Zeit der Reise. Zu arbeiten ist er da. Okay, also nur die, die arbeiten wollen. Die brauchen so ein Papierchen. Lilly. Ja, Arbeit ein Jahr. Was hat sie gesagt? Ein Jahr, okay, das stimmt. Drei, 1.12.83, der hätte sie auch noch. Ja, passt. Ach so, du brauchst noch einen Stempel drauf. So, hier noch ein Stempelchen. So, hier, hier, hier. Gute Einreise. So, der nächste Person. Dari Ludum. Wenn mal nicht der ist. Hallo, alter Freund. Diesmal passt alles. Ach so. Ja. Ich brauche trotzdem eine Einreisegenehmigung von dir, damit ich dich durchlassen kann. Ich hole mir mal so ein Einreiseding. Ja, gut. Der Typ ist unbelehrbar. Der kommt jetzt zum dritten Mal. Was? Juli? Nee, das ist er nicht. Der Name. Steht in der Stange, hatte gesagt. Antigrien. So. 82. Bis zum 12. Arbeit 3 Monate. Was hat er gesagt? 90 Tage. Ja, kommt hin. Aha, was piept denn hier? Reicht eine bestimmte Zeitvorgabe. Bartkratz. 84, der Pass hält sich noch. Okay. Bis 1.3. scheint es zu passen. So, du kriegst einen Stempel drauf, du darfst einreisen. Scheint zu stimmen. So, hier, na komm, nehmen sie. Sie dürfen. Und der nächste. Mikrorecht. Mein Freund. Ach, der hat wieder so eine Karte. Das ist der Ludum Dari. Okay, der kommt aus Astotzka und hat einen Pass dabei. Den müssten wir jetzt eigentlich durchlassen. Okay, es besteht die Befürchtung im Raum, dass da was mit Prostitution passiert. Ich werde ihn mal überprüfen. Ich werde mal hier mal
Das Regelbuch holen mal hier und hier überprüfen. Übereinstimmung. Okay, hier das mal vergleichen. Okay, Übereinstimmung. Einreisegenehmigung für Ausländer. Ist er nicht. Ich kann nichts gegen den tun. Ich muss den eigentlich reinlassen. Ich kann laut Vorschriften nichts gegen den Herrn tun. Hier, gucken Sie mal hier. Kann ich ihm das geben? Dieses kleine Miststück. Oh. Jetzt habe ich ihn zum Verständnis gemacht. So kann ich es auch machen. Tja. Besteht der Verdacht darauf, dass er jetzt hier Ärger macht. Unter Arrest stellen. Das ist der Weg. Da muss ich sein Papier nicht illegal abstempeln. Kann ich ihn einfach unter Arrest stellen. Tja. So. Obis dann. Was hast du gesagt? Zu deiner Frau willst, da brauchst du keine Arbeitspapiere. Einwanderung unbegrenzt. Geht das? Können wir das einfach machen? Bis 12.12. 83. Ich weiß nicht. Ich denke mal. Das können wir machen. Unbegrenzt ist ein bisschen kritisch, aber er hat ja eine Frau, denke ich. Der nächste. Ja, es ging. Kam noch keine Beschwerde. Papiere bitte. Arbeitsausweis. So. Einreise bis 82.12. 27.06.84, der gilt noch. Bis 1.06.83, okay, scheint mir alles zu passen. Können wir hier Stempel drauf machen. So, so und so. Gute Einreise Ihnen. Ich hoffe, der Typ, dieser Zuhältertyp, der kommt nicht mehr frei. Wir haben ihn jetzt arrestiert. Da Arrest gestellt, aber. Puh. Du hast keinen Arbeitsausweis. Und was? Nein! Da hat sich jemand in die Luft gesprengt. Oh Mann. Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Sehr kranke Familienmitglieder sterben ohne Medikamente. Kabine verbessern, Leertaste für Prüfmodus. Oh nein. Sohn ist sehr krank, Onkel ist sehr krank. Ich brauche Medikamente für meinen Sohn. Kann ich das irgendwie kaufen oder so? Habe ich jetzt schon gekauft oder? Der Sohn, der braucht Medikamente. Ja, der Onkel wird auch sterben, aber mein Sohn. Medikamente, Frau, ja. Okay. Ihre ganze Familie ist verstorben. Oh Gott. Okay. Aber Mann, was für ein Ende. Der Fokus des Ministeriums für Arbeit liegt auf Astotzkas für ein zukünftigen Wachstum. Arbeiter haben gesunde Großfamilien zu ernähren. Ja, wenn ihr mir so scheiß Geld gebt, ich krieg ja nur 30 Dollar oder was das rum ist pro Arbeitstag. Das ist, wenn ihr mich so auf dem Hungerslohn ernährt hier, das ist doch. Dann soll ich eine, wie viele Köpfe hat die Familie? 5, 6-köpfige Familie ernähren? Ja, ist doch ja. Ihre Position wird jemandem zugewiesen, der die besser ausführen kann. Ach Mensch, Leute. Das Leben aus Totska.
59 Minuten 52 gespielt, 46 Reisen abgefertigt, 29 passieren lassen, 15 abgewiesen, 2 verhaftet, 8 Verweise bekommen, 42 Papier abgestempelt, Ende 2 von 20. 20 Enden gibt's. Okay, müssen wir jetzt von vorne anfangen oder können wir bei Tag 6 weitermachen? Können wir bei Tag 6 weitermachen? Das nochmal versuchen. Unsere Familie ist gestorben. Das ist jetzt kein Happy End. Hier 2 Enden haben wir schon. Das sind alle 20 Ausgänge. Das eine Ende haben wir schon in Part 1 gesehen, dass wir einfach verhaftet werden, weil wir zu viele Sachen gemacht haben. Oh Mann. Naja. Schauen wir mal, was daraus noch wird. Tag 6 versuchen wir, den nächsten Part nochmal zu machen. Und dann versuchen wir mal nicht zu sterben.